Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier für Karte Ellengrad in Alpen. Und wir machen weiter mit Ballen sammeln. Wir werden die auch schon mal zum BGH fahren, aber wir können es noch nicht verkaufen, weil das einfach noch nicht so weit ist. Ist gerade mal knapp die Hälfte, wo es die Lage ist. Und wir müssten mindestens, na logisch, 100% haben. Und das ist halt auch nicht der Fall. Ich werde sie da ablagern und dann zur Not mit dem Traktor dann reinschieben. Eine Option wäre das gewesen. Und hier zählt natürlich der Ballen, der Silage ist, der, ne, zum Beispiel, der hat jetzt hier um die 35%, die anderen hatten schon 44. Und da müssen wir halt warten, bis die alle soweit sind, ne? Sonst gibt es nur Geld für Gras und Gras zahlen sie nicht so viel. Der muss einen Wickel auch sparen können. Zeitlich gesehen. Der Grafiker ist ein bisschen nett. Bisschen was korrigiert. Scheint besser zu gehen. Flackert nicht mehr. Die sind voll. Mal gucken, wo die BGH ist, ne? Müsste hier, hier, da müsste sie sein. Wir befinden uns da oben. Da müssten wir Straße fahren zum Kreisverkehr. Kreisverkehr gleich die erst wieder rechts und dann zum BGH. Also mein Ziel ist ja im Prinzip die Wiesen alle zu kaufen. Das habe ich auch noch, die Wiese. Fällt mir jetzt gerade so auf. Die habe ich jetzt gerade gemäht und gepresst zuletzt. Die hatte ich vorher, aber das hat noch gar nicht. Könnte ich für Heu vorstellen. Heulose. Aber da würde ich aber erst warten, bis das Kleingeld habe, um einen großen Sammelwagen zu kaufen. Und mit einem kleinen muss man sehen. Müsste normalerweise auch rein, ne? Also zum Kreis muss ich hier so langsam an diese Straßengegebenheiten gewöhnen, wo was wohin führt. Dass wir nicht so oft verfahren, ne? Natürlich müssen wir im Kreisverkehr rumfahren, ne? Im Winter wollte ich vielleicht ein bisschen Holz machen, wenn das sich dort ausgeht, ne? Ja, die erste Milch haben wir schon produziert. Die Kühe geben also im Prinzip gleich am zweiten Tag Milch. Muss ich mal schauen, wie das so ist mit dem Futter, ob das da ja, Mischration wäre nicht schlecht, aber man dazu sagen, aber wir haben Mischwagen selbst geliehen, da müssen wir Strohballen kaufen, die müssen wir das Futter erstmal auffressen, also reingeben können wir noch nicht, das ist ganz klar, ne? Logisch. Wir müssen das hier eben ablegen. Irgendwie so nachher wieder reinkippen können, ne? Irgendwie reinschieben. Verkaufspunkt da vorne irgendwie. Weil ideal wäre normalerweise, wir würden das gleich. Aber jetzt reingehen würde, das wäre zu früh. Das würde ganz schön Verluste einbedeuten, ne? Wenn man sich so anschaut. Ja, 36% und die anderen haben hier noch
Ja, 46, das dauert am mindestens nur einen Tag. Also. Wird man die Geschwindigkeit erhöhen? Denn ohne Moos geht nichts. Das ist so. Ja, und BGH gehören würde, könnten wir es direkt. Ja, da müssen wir auch immer warten, bis es geht, ne? Die Waage funktioniert. Die funktioniert. Und was würde die jetzt bedeuten? Weiß ich nicht. Mag interessant sein, hier in Statistik her, ne? Ohne Statistik wird eher fast. Oh, richtig sind hier? Ich glaube nicht. Sind verkehrt. Ich sehe auch keine Ballen, ne? Ist hier eine Wendemöglichkeit gibt? Ich glaube eher nicht. Wir müssen mal auf dem Nachbargrundstück wenden. Das wäre ein oh, ja, Gegenverkehr. Na, da werden wir hier gleich. Fahr mal so. Ho. Wird das Leitplanke. Und da geht es auch richtig ab in die Böschung. Ja, Kreisverkehr, ne? Klar. Wenn wir weiterfahren müssen. Das heißt, mindestens noch 2 Tage warten, bis das alles gegärt ist. Ich kann ja mal hier vorn gucken. Fahren wir links rüber, ne? Da sind. Ich muss mal schauen. Und im alten Grundstück. Das ist ja die neue Wiese, die ich zuletzt gekauft habe. Häuser. Ich will eigentlich zum Hof fahren, da oben lang. Hinterm Hof waren schon einige Ballen, die waren schon Silage. Die können wir dazu natürlich gleich verkaufen. Verwöhnen wir damit auch nicht, weil es keine Menge ist. Aber besser wie nichts, ne? Unten die kleine Wiese, da müssten einige Ballen dabei sein, die ich schon ganz am Anfang gemacht habe. Da zum Beispiel 2. Muss ich mir mal anschauen. Oh. Rechts überholen ist ja wahnsinnig, ne? Und wenn ich ein bisschen links fahre. Aber gut, das macht der KI so, ne? So, mal gucken. Ich habe hier verschiedene Größen gehabt. Gern 28 runtergerollt. Das ist Silage. Das sind kleiner Ballen. Also du nicht.
Das wäre Silage. Na, wir können schneller spielen. Wir müssen mal sehen, dass ich da die Zeit überspüle. Dann ohne Moos. Das ist aber ein großer Ball, ne? Da wird er gleich meckern, geht nicht. 3,5. 3,5. Also der große wird nicht gehen, aber die anderen beiden gehen. Am Hof müsste ich auch zwei zu liegen haben, die auch gehen. Wenn er die annimmt, ist gut. Wenn nicht, meckert er gleich. Das liegt aber jetzt daran, dass der eine hat 3500 Kilogramm und der hat 5500. Also eine andere Sorte, er will das gleiche haben. Ich hatte mal probiert zum Anfang und dann. Ne, man muss ja auch zum Beispiel auch lesen können, ne? Ging mir so. Bei der Ballenpresse. So, ich habe diese Ballenpresse genommen. Hier steht drinne, das würde mal Strohsymbol bedeuten. Das geht bis 1,80. Und die Lage nur bis 1,50 zum Wickeln. So, das ist halt mal so, ne? Und dann haben wir hier noch mal diese für Pappeln. Das sind Quaderballen, das wäre bis 2,40 Meter Länge. Das ist auch Quaderballen. Das Problem bei Quaderballen ist, ich muss die auch extra wickeln lassen. Das müsste auch Quaderballen sein. Und das ist, könnte wickeln, 1,25. Mal gucken. Gut, die kostet ein bisschen weniger als die Pöttinger, ne? Pöttinger macht aber auch entsprechende Größe von 1,50. Ist eine Menge verdammt viel. So, ein Ballenwickel gibt es ja auch. Das war hier mit dem Schlauchwickel. Wie das nun genau zum BGA kommen soll, keine Ahnung. Das wird dann mit Quaderballen. Aber rund, das sind die Rundballen. Gut, das brauchen wir nicht. 1,50 kann auch nur. Und das ist ja mit Quaderballen und Rundballen. Da gibt es nur die vier Sorten hier. Gut, das ist halt so, ne? Aber da macht gerade im Hof, da muss er die Ballen ranbringen. Gut, Tierhaltung. Einmal. Da muss ich sehen nachher, was das funktioniert, ne? Aber die Pöttinger extra gekauft, weil die anderen konnten auch, also Original kann auch die Ballen aufrichten auf die Seite. Gut, hat er hier noch nicht gemacht, hat die Funktion nicht. Warum weiß ich auch nicht. Das ist halt so. Die beiden nehme ich auch mit. Die wollen keine Silage haben. Später, wenn ich Futtermisch machen will, sicherlich auch Silage. Aber erstmal, dann nehmen wir die anderen Ballen halt, ne, die es noch gern. Den kleinen wegnehmen hier. Die könnte ich auch theoretisch verkaufen. Der ist sowieso zu klein. Theoretisch. Neu verkaufen macht ja auch keinen Sinn. Verdient man auch kein Geld.
Das wären zumindest ein paar Ballen. Das ist schon mal Silage, die kann man verkaufen. Jetzt muss ich mal gucken, wie fahre ich jetzt am besten. Anscheinend wieder an der Ecke. Wir sind da und wir müssen nach links. Also wir könnten theoretisch da runterfahren an der Kreuzung und dann rechts. Probier mal. Das sind immerhin 3-5 Ballen. Je 3500 Kilogramm. Sind die kleinen halt, ne? Aber immerhin. Geradeaus. Wie gesagt, einmal könnte man noch Heu machen, wir haben auch noch Wiese übrig. Aber ich habe den Zetter verkauft. Ich dachte, den brauchen wir nicht. Für Heu schon. Werbung. Keine Ahnung, kennen wir nicht. Glaub, sind verkehrt gefahren. Wir sind an einem komplett falschen Ende. In die andere Richtung fahren. Ja, links und rechts, ne? Also. Rum. So, wenn kein Zug kommen ist, hätten wir ein Problem. Züge. Ups. Richtig unterwegs. So, die Schau, da soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier. Ich wollte gerade sagen, der Marsch ist ja nicht mehr, ne? Leider, leider. Ja, aber auch die Modkarten kommen irgendwann mal. Ich meine, so ist ja die Karte auch schön. Und solange kein Outright gibt, kein Cosplay. Obwohl die Wiesen ganz schön groß hier, muss man sagen. Also schön zu tun. Tschüss, ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Schönen Dank für das Reinschauen. Tschüss.